Hallo Guys, hier ist wieder Mikey Mike für euch am Mic mit dem versprochenen Video, wie funktioniert überhaupt der Generator. Und los geht's! Ja, das Thema wird ein bisschen trocken, das kann ich euch auch hundertprozentig versprechen, aber ihr werdet dadurch was lernen. So, auf dem ersten Bild, selber erstellt, Dankeschön, ja, das so kann es aussehen, wenn man weiß, was man tut, hoffe ich doch. Ja, sieht man erstmal ganz wichtig, alle Schaltpläne sind heutzutage in Ruhelage gezeichnet. Also sprich, es dreht sich nichts, es bewegt sich nichts, es ist kein Schalter geschaltet. So wie ihr es das seht, kann es vorkommen, dass es in einem Schaltplan, in einem Lehrbuch oder wie auch immer aussieht. Ja, ich habe extra auch die Zahlen rangeschrieben, dass man weiß auch, was überhaupt was ist. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Ja, die Nummer 1, das ist das, was im grauen Kästchen ist. Das ist eigentlich der ganze Generator mit unserer Erregerwicklung, Ständerwicklung, Regler, die Plus und Minus und die Erregerdioden. Und wie viele Anschlüsse haben wir dran an einen normalen Generator? Einmal D Plus, B Plus und B Minus. B Minus ist meistens kein separater Anschluss. Er ist sehr, sehr oft über das Gehäuse gemacht. Ja, was sehen wir noch auf unserem Bild? Natürlich da oben links einmal die Batterie abgebildet. Rechts ein bisschen daneben ist ein Klemme 15. Also wenn denn der Zündschlüssel steckt und umgedreht ist, wird dieser Kontakt geschlossen. Ja, die Kontrolllampe ist unser Batteriesymbol. Und die ist natürlich auf D Plus angeschlossen. Ja, gehen wir jetzt mal weiter zum nächsten Bild. So, jetzt haben wir einfach die Zündung eingeschaltet. Ganz wichtig, der Motor dreht noch nicht. Ja, die Spannung der Strom fließt jetzt vom B Plus über den geschlossenen Zündkontaktschalter, über die Generatorkontrolllampe, rüber über D Plus ab zu den Regler. Der Regler hat Kontakt über die Kohlen, über die Schleifringe auf die Erregerwicklung, geht dann wieder aus der Erregerwicklung raus auf B-. Was passiert jetzt in den konkreten Fällen? Dadurch, dass wir einen geschlossenen Stromkreis haben, entsteht in der Erregerwicklung ein Magnetfeld, was über die Klaumpolläufer noch verstärkt wird. Weil ein Generator funktioniert nur mit einem Magnetfeld. Und da das Eigenmagnetfeld, der Restmagnetismus, nicht ausreicht, brauchen wir eine Vorerregung. Und das geschieht jetzt in diesem Augenblick. Aber für was brauchen wir das überhaupt? Wir müssen in die Ständerwicklung eine Spannung induzieren über das Magnetfeld. Die muss größer sein als 1,4 Volt. Warum? Weil jede Diode eine Durchbruchspannung von 0,7 hat. Und wir brauchen natürlich, wenn wir einmal über B Plus und über B Minus kommen, durchqueren wir zwei Dioden und das macht natürlich zusammen 1,4 Volt. Und das hat der Generator von Haus aus nicht. Das schafft er nicht. Dafür brauchen wir unbedingt die Vorerregung. Ohne die geht's schlecht. So, der Motor läuft jetzt. Wir haben geschafft, über die Erregerwicklung eine Spannung aus unserer Ständerwicklung zu bekommen, die dafür genutzt wird, um permanent ein Magnetfeld zu erzeugen, was dann wiederum in die Ständerwicklung induziert wird. Somit haben wir einen Kreislauf. Der Regler ist jetzt dafür da, um den Erregerstromkreis. Er macht nichts anderes eigentlich auf D Plus zu fühlen, wie hoch ist jetzt die Spannung, meistens 14,4 Volt. Ist diese Spannung erreicht, wird denn die Erregung abgeschaltet, es wird kein Magnetfeld mehr induziert in unsere Ständerwicklung und die Spannung sinkt. Wenn die Spannung sinkt, erkennt der Regler das wieder. Wir haben keine 14,4 Volt, schaltet dann wieder die Spannung durch über die Erregerwicklung und somit induziert wir wieder Spannung in die Ständerwicklung. Und das ist ein permanentes Hin und Her zwischen Ein- und Ausschalten, was in den meisten Reglern über Transistoren geregelt wird. So, auf dem nächsten Bild sehen wir jetzt den Generatorstromkreis. Nachdem wir jetzt ja unseren Erregerstromkreis haben, passiert natürlich gleichzeitig, dass die Batterie geladen wird. In diesem Bild sieht man, wie jetzt von der Ständerwicklung die Spannung über eine Plusdiode hin zur Batterie läuft und über Batterie minus zurück über die Minusdiode
wieder in die Ständerwicklung. Und somit wird die Batterie natürlich geladen. So funktionieren eigentlich alle Generatoren. Manche Generatoren haben nur 6 Dioden oder halt einen anderen Regler, der dann mehr oder weniger übers Motorsteuergerät noch geregelt wird oder halt auch ans Motorsteuergerät Informationen sendet, wie die Auslastung ist zum Beispiel. Über die unterschiedlichen Reglern kann ich natürlich auch nochmal gerne ein Video machen, dass man da auch noch Bescheid weiß. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Lasst einen Kommentar da, am besten noch ein Like und ein Abo. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.